Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir sind hier in der Talmud-Botschaft und mischen die ganzen Jungs ziemlich auf, weil wir mit den Schleichen einfach nicht zurechtkommen. Uns fehlen ein paar Zauber. Zauberrüstungsgegenstände, aber egal, wir haben ja eine gute Rüstung an. Und mit dabei immer einer meiner Tremora. Schauen wir mal, was der da hat. Der Gisur. Wir haben mittlerweile schon gefunden, Hinweise darauf, dass die Dalmer da involviert sind in das, da könnten wir noch ein wenig schauen, in das Auferstehen der Drachen, ja, die untersuchen gerade da einen Häftling, nämlich da unten, glaube ich. Wir spawnen da mal einen Jungen. El Pacino, okay, ja. Und wir verbrennen jetzt alles, was nur geht, ja, weil wir eben den Zerstörungszauber auch noch leveln wollen. Aufschließen, Kirka, Meister, okay. Ja, wir haben ja den Master Spell in Zerstörung noch nicht, weil wir einfach zu wenig Punkte noch haben. Aber... Wo ist denn da einer? Da drin. Komm her. Ich werde euch... Es konnte nicht anders enden. Ja, der lasst mir auch nie Zeit, dass ich den anvisieren kann. Aber wenigstens sind die... Der lasst einen Helm da liegen. Wie gibt's denn das? Ah, der hat den Kopf abgeschlagen. Du, Haudegen, du. Wie kann man mir da runter? Da ist die Stiege. Und, wir müssen das einmal ganz anders machen. Sorry. Es ist ein wenig tricky, Indoor, so in der First zu spielen. Dossier von Esperon. Aha. Wenn ich jetzt nur wüsste, wer das ist. Aber ich wäre schon drauf gekommen. Wurscht. Schreibfeder, Papier, Rolle, da ist nichts Wichtiges mehr. Da Bügeleisen und da unten. Ah, schwarze Pfeilband 1, egal. Da ist eine Streckbank. Viel Blut. Oh ja. Einbalsamierungswerkzeug schon wieder. Da haben wir nichts verloren. Da sind wir runter. So. Komm her mal. Wer bist denn du? Etienne Rarnis. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Keine Zeit für Erklärungen, lasst uns hier verschwinden, ja? Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Geht schon vor, ich bin hier noch nicht fertig. Moment, vielleicht wisst ihr etwas Wichtiges. Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Aha. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Rifton jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt, aber sie schienen sehr aufgeregt. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Ist okay. Abgeschlossen. Suche nach Informationen über die Rückkehr der Drachen. Entkomme aus der Botschaft. Ja, klingt gut. Ich werde euch folgen. Wir sind hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch... Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Rifton, wenn ihr es hinaus schafft. Da ist noch wer. Wo? Jetzt verflixt nochmal. Seht ihr denn nicht? Was nur Herrschaft der Elfen ist, ihr habt einzige Wahrheit. Ich ergebe.
Mit wem kämpfen die Jungs da? Ihr wollt mich besiegen. Unmöglich. Da seid ihr ja schrecklich. Wo sind denn die alle? Seid ihr bereit für den Tod? Es konnte nicht anders enden. Na also. Wo sind denn die jetzt herkommen? Dozo ist wieder voll planlos. Malborn ist tot. Und die arme Sau. Okay. Malborn ist uns gefolgt, oder was war mit dem jetzt, ne? Ah, der wollte uns einfach nur helfen. Das tut mir leid, ja? Kollateral heißt das? Ja, dann gehen wir da runter, komm. Schlüssel haben wir, gefunden haben wir alles. Und auf geht's, ne? Ja, irgendwie witzig, Malborn, den hätten wir auch, wenn wir schneller gewesen wären, nicht retten können, weil dann hätten wir das ja gar nicht miterlebt, ja? Ja, Malborn, man geht nicht zu einer Schießerei mit einem Messer. Ist da jemand? Sorry, mir ist gerade was runtergefallen, aber es geht schon weiter und... Ein Eistroll? Troll? Troll? Strolch? War das alles jetzt? Ah, mein Großvater Bellrand. Der ist wieder voll ausgerüstet. Ah, bist mit dabei, cool. Ja genau, ein Eistroll war das. Den hat er ja gleich einmal um die Ecke gebracht. Ein Beschwörungsnovize, ja. Da hinten Geldbeutel und... Ah, nimm das Zeug, verflixt. Unten Beutel, Dietrich Gold, passt schon. Da ist sonst nichts Wichtiges. Okay, Großvater, nimm die Haube ab. Das schaut so lächerlich aus. Gehen wir weiter. Wo kommen wir da hin? Und wie vor allem? Ah, drauf. Wir könnten gleich noch ein Daedra spawnen, ja? Und das ist dann schon der Ausgang? Ja, das war's dann auch schon. Also Riffraff, mein Großvater, wie der das immer kneißt, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, das finde ich ja auch cool. Aber die Kapuze müssen wir ihm wegnehmen, ja? Seid ihr wohl meiner Meinung? Der hat so einen tollen Haarschnitt. So. Abgeschlossen, entkomme der Botschaft der Tollmann, sprich mit Delphine. Okay, wo ist denn unser Freund und Helfer? Ist jetzt auch weg. Beschaffe dir deine Ausrüstung, ja. Ah, da ist er, mit dem reden wir nochmal. Ihr habt mir einfach so geholfen. Also, danke. Ah, Etienne, okay. Okay, wir sind da wieder vereint. Ja, Großvater mit der Fackel. Wir schauen da gleich einmal. Sprich mit Delphine. Schauen wir auf der Karte, wo das ist. Und die ist schon wieder. Ja. Da schauen wir gleich hin, ja. Dann haben wir das auch erledigt. Eigentlich, ja. Im Festsaal hätten wir nicht Rambazamba machen dürfen, glaube ich. Ja, da waren ja ein paar gute Leute dabei. Da hätten wir sicher ein paar verletzt. Aber sonst, ja. Mit den Talmor haben wir nicht solche Probleme mehr. Ja, das kommt davon, Leute, wenn man zuerst in die Schule geht, schmieden lernt, Alchemie und verzaubern und dann hat man auch nur mit einem Rüstungsgegenstand, der was wert ist, voll am Hut, ja? So. So. Ihr bringt nichts als Ärger. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Wisst ihr, warum also gut? Das Sven das immer sagt? Weil wir haben ihm, ja, eines Tages werde ich mein eigenes Schwert spielen. Die Tour vermasselt mit dem Mädchen und mit unserem ersten Elfen, ja.
Den könnten wir auch mal besuchen jetzt. Wie hat denn der noch schnell geheißen? Der war da Gehilfe bei der Sägemühle, gell? So, Delfin, wo bist denn du, mein Schatz? Es ist noch ziemlich früh, schätze ich mal. Ja, du schon Mutter bist? Die lass die Tür auch immer offen. Du bleibst hier, Großvater. Der hört so gut wie überhaupt nicht auf mich. Ah, da steht zumindest er. Habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer, wie versprochen. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Okay, die Talmer wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Ja, laut Aufzeichnungen. Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habe ich mich dann überhaupt damit beauftragt? Ja, ich bin mir sicher. Schon gut, ihr habt ja recht. Ich war so sicher, dass sie dahinter stecken würden. Wenn nicht die Talmor, wer dann? Oder was? Ja, ich weiß nicht, aber die Talmor suchen nach einem gewissen Esbern. Esbern? Er lebt? Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollen die Talmor von Esbern? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esbern war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im großen Krieg ausradiert haben. Aha. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Die Talmor glauben also, dass die Klingen von einem Drachen wissen? Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also? Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Erfolg freigeschaltet. Diplomatische Immunität. Begonnen, eine Ratte in der Klemme. Okay, warum ist es so wichtig, dass ich ein Drachenblut bin? Die Klingen haben das Drachenblut stets geschützt und geführt. Aber den Grund dafür hatten wir vergessen. Nun liegt unsere Aufgabe klar vor uns. Ich bin alles, was von den Klingen noch übrig ist. Oh. Und ihr seid das Drachenblut. Zusammen werden wir diese Drachen aufhalten. Und wenn wir jeden einzelnen von ihnen wieder unter die Erde bringen müssen. Was ist mit den Klingen passiert und warum flieht ihr? Es waren die Talmor. Seit 30 Jahren bringen sie jede Klinge zur Strecke, die sie finden können. Dank des Weißgold-Konkordats konnten sie ungestraft im gesamten Kaiserreich operieren. Weißgold-Konkordat? Was ist denn das? Der große Krieg. Er liegt erst 30 Jahre zurück und kommt den meisten wie eine uralte Geschichte vor. Mir ist, als sei er gerade erst zu Ende gegangen. Für mich hat er niemals richtig aufgehört. Doch um eure Frage zu beantworten, das Weißgold-Konkordat war der hochtrabende Name, den sie dem Friedensvertrag zwischen dem Kaiserreich und den Talmor gegeben haben. Er hat den Krieg beendet und dem Kaiserreich erspart, einen weiteren Tag kämpfen zu müssen. Außerdem hat er den heiligen Namen Talos in den Schmutz gezogen und den Talmor freie Hand gelassen, im gesamten Kaiserreich gegen die Anbetung von Talos vorzugehen. Wir sind die Talmor, Biberpo. Darauf gibt es keine einfache Antwort. Wollt ihr die lange oder die kurze Version hören? Ich will die lange Version hören. Sie sind die Herrscher des Altmeri-Bundes. Früher die ehemaligen kaiserlichen Provinzen Valenwald und die Somerset-Inseln. Ja, genau. Bei den Talmor nimmt die Arroganz der Hochelfen extreme Züge an. Sie halten sich tatsächlich für die rechtmäßigen Herrscher von ganz Tamriel.
Seit einem Jahrhundert oder mehr dringen die Talmor Stück für Stück auf das Gebiet des Kaiserreichs vor. Zuerst übernahmen sie Walenwald, dann die Provinz Elsweier. Doch selbst die Klingen haben den großen Krieg nicht kommen sehen. Wir haben die Talmor unterschätzt und sie haben uns vernichtet. Gut so. Ah, okay. Irgendwas noch zu melden? Was gibt es? Nicht mehr. Gut. Mal kurz nachgeschaut. Sprich mit Brynjolf. Ah, okay. Das machen wir das nächste Mal. Zuerst suchen wir mal. Wo ist denn unsere... Da. Was gibt es? Ah, wir nehmen das Zeug mal mit. Wo ist denn unser Zeug? Aufstieg, Banditen, Pipapo, Buch, Eisgeist-Szene, Dietrich. Das ist alles unser was? Zaubertrank, Fälschen, Jagen. Und jetzt, Leute, Ich muss einen Großvater und einen Helm machen, weil das kommt wirklich nicht gut. Wir werden uns da gleich einmal verabschieden, ja? Wir gehen einmal zurück, laden das ganze Zeug wieder in unser Haus, ja, nach Briesenheim, und dann sehen wir uns wieder, wenn wir da den Quest weiterverfolgen. Ja, wird ja mysteriöser und mysteriöser. Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Toso. Ciao. Zum Licht war das Dunkel, es liebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.